was walking by, cute face, great smile with some big brown eyes. Type of girl that's used to guys blowing kisses at her. But I didn't know what to say, so I just whistled at her. Like. So, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oder zu einer neuen Session, wie ich immer sage, Papakraft. Ich bin in der letzten Folge hier rumgeeiert. Es ist ganz schön komisch heute. Bisschen zäh noch im Moment, aber das ist ja am Anfang immer so ein bisschen zäh. So, was habe ich denn hier noch rumstehen? Ich hab noch Stein oder so ein Kram. Kann ich eigentlich auch mal alles da reinwurzeln, oder? Sag mal, aber irgendwie. Und da ist alles gearbeitet. Ja, haben alles gearbeitet. So, ich wollte ja in den Untergrund gehen, hatte ich in der letzten Session gesagt am Ende. Wir haben heute übrigens den 3. Mai. Und zwar, wie ihr seht, 10 nach 12. Nachts. Nachts, wenn es dunkel draußen ist. Und, Alter, ich muss hier mal alles sortieren, glaube ich. Das kann ich auch alles in die Fässer reinwerfen. Hier ist schon ganz viel da so, aber naja, gut, ist ja egal. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn dabei? So ein Stinksbums, 58 Strom habe ich. Was will ich mit so viel tun? 58 Strom, das ist schon wieder 58 Strom. So, ich brauche noch eine Spitzhacke. Bisschen. Haben wir Holz, denn haben wir Sticks. Sticks haben wir. Nehmen wir so 32 Stück mit. Und hab ich noch Dingenskirchen ziehen. Wegzeich. Eisenschafe nehmen wir mit. Soll ich Schafe mitnehmen? Oh, Alter. Eisenachs, ne, Steinaxt. Ich nehme Eisenachs mit. Steinaxt lasse ich mal hier, die braucht ja kein Mensch, ne. Und 20 Dingsbums und 61 Kap. Eisenschwert, das ist auch ganz gut. Habe ich noch was Waffentechnisches dabei? Steinschwert, also für das gut. Und dann werde ich mich jetzt mal in den Untergrund begeben. Weil wir müssen ja ein bisschen. Ich muss auch unbedingt die Minimap ändern. Jetzt ist so scheiße. Ich will diese andere Minimap haben. Das ist ja diese. Das ist jetzt diese Fuchsel-Map-Dingsbums da. Ich will die drei Minimap haben. Weil alles andere finde ich Käse hier. Ja. Gefällt mir nicht. Also so komisch. Also, wir gehen jetzt nach unten. Nach unten, nach unten. Schön Musik hinten dran. Okay, Pepe Fiat Music ist es. Oder so. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Hey, da muss ich auch mal hin, mal den ganzen Scheiß da mal wegtun. Damit man richtig runterrennen kann. Sonst hau ich mir jetzt mal. Wenn man am Runterrennen ist, hau ich jetzt mal die Dates an. Hallo, wo bin ich denn hier? Meine. Ist da ist er schon. Ganz viel Zeug noch drin. Was man gebrauchen kann. Und wo bin ich denn? Auf 12 bin ich. Hier bin ich auch schon gelatscht. Hab jetzt Lazuli, brauche ich das? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich brauchen wir das. So, dann müssen wir mal gucken. Da habe ich doch bestimmt auch schon wieder eine Höhle hier zurecht gebastelt, oder? Ja, war doch da die komische Schnickschnackhöhle, wo ich letztens herangelatscht bin. Aber wir machen weiter hier hinten rum. Alles wollte man nicht. So, da machen wir am Schluss hier. Da haben wir dann aufgehört. Dann können wir jetzt eigentlich auch weiter hier machen. Und können wir mal gucken, ob wir da was finden. Ich brauche ja Eisen und ein bisschen Rohstoffe. Weil ich habe gar nichts. Ich habe hier gar nichts. Aber das ist ja unheimlich viel. Hier nehme ich gar nichts. Ah ja, es wollte schon eine Schnitzel an die Wand pappen. Der ist ein bisschen der ist schon Eisen, das ist sehr schön. Ich glaube, wir müssen dann auch mal einen höheren Level dann rausgehen. Ich glaube, das ist immer mal ganz sinnvoll. Und da haben wir nichts. Ne? Dass man dann auch mal ein bisschen, nicht hier unten, diamantentechnisch, wobei ich auch, Diamanten wären nicht schlecht, noch ein paar zu haben. Ich meine, ich auch die so viel Krabbel hier. Also Kies. Lass mal ein paar Fackeln setzen. Sonst wird es hier so dunkel. Und ist ein
tolle Weg, den wir uns bauen hier, aber ich finde gar nichts. Nix. Finde ich ja nichts. Ich finde nichts. So. Ja. So. Also, wie gesagt, Rohstoffe brauchen wir. Damit wir mal ein bisschen was reisen können. Ein bisschen Eisen und so Geschichten und ein paar Erze. Also, da. Eisen ist gut. Ein bisschen Redstone wäre gut. Ich meine, überhaupt kein Redstone. Ich weiß auch gar nicht. Gibt es den nicht mehr oder was? Welche finde ich denn Redstone? Und es wäre mal ganz wichtig zu wissen, wo bin ich, welche bin ich jetzt? 15, 14, ich bin halt viel zu hoch. Ich will mal auf 10 runtergehen. Denke ich, das ist so viel besser. Da finde ich da mehr. Bin ich schon. Was kommt denn jetzt hier? KST Beats haben wir im Angebot. Ich habe immer so ein paar bestimmte. Ich muss mal vielleicht hier Licht hin bappen, ne? Da sieht man auch was. Ich habe ja bestimmte Interpreten, die ich mich gerade da in meiner Playlist habe. Ich habe jetzt noch 400 Titel in der Playlist. Oder 300? Irgendwie so. Ach, da ist eine Fackel unten drin, das ist gut. Da baut sich alles selbst von selbst ab. Sind wir jetzt ein bisschen auf 11 für 11? Ist okay. Ich glaube, wir gehen aber noch mal eins runter. Dass wir dann wirklich auf 10 sind. Ich glaube, 10 ist die beste Höhe, um auch Diamanten zu finden. Aber ich finde keine. Das ist natürlich sehr unangenehm. Was irgendwie doof ist. So. Also ja, habe ich so einige TST Beats und dann Pepper Fiat und 5XL Rickstar Beats Sound Steps. Und jetzt habe ich seit neuestem habe ich auch ein bisschen was von diesem Modland-Archiv, das der Master Merchant da so am rumbasteln ist und machen und tun und am empfehlen. Also da habe ich mir mal runtergeladen, so ein Archiv. Und da muss ich eins sagen, das ist ein Riesenarchiv, das stimmt schon. Also ich habe da so eine Sparte, sag ich mal, runtergeladen. Und Alter, das waren, was weiß ich, 3 GB oder so. Das hat fast den ganzen Tag gedauert. Und ja, da ist schon viel Scheißdreck drin. Ich habe Diamanten gefunden. Yeah. Also da ist schon zum Teil viel Scheißdreck drin, aber dementsprechend auch, da findet man wirklich schöne Musik, die man auch gebrauchen kann. Und man kann sie wirklich benutzen. Die ist kostenlos. Da ist endlich Redstone. Warte mal, Zeit, dass ich mal Redstone finde hier. Und dann brauche ich noch ein bisschen Obsidian und so. Das wäre auch nicht schlecht. Obsidian wäre nicht schlecht. Mach ich das wieder zu? Komm, ich mach das wieder zu. Das sieht so beschissen aus. Also die kann man dann auch benutzen, die Musik. Und da gibt es dann keine Probleme mit Copyright und ganzen Rotz, weil da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Deswegen, Leute, wenn ihr sowas macht, dann guckt, dass die Musik in Ordnung ist, dass euch da keiner an Kann fahren kann, weil dann wird es richtig eklig und teuer. Und das braucht echt kein Mensch. Deswegen, also da muss ich wirklich drauf achten. Ich habe ja schon mal einen Kanal gehabt, weiß ja, die wenigsten wissen das ja. Dass ich schon mal einen Kanal vor dem Zuckerpapa hatte. So Beine wäre schon da in den Lava reingefallen. Ich glaube, es hackt ein bisschen. Das ist ja sehr gefährlich hier, muss ich schon mal sagen. Und ich habe da gar nichts weggekloppt, oder? Da ist doch nur nichts, oder wie? Also, hatte schon mal einen Kanal. Und auf dem Kanal, den haben sie mir nämlich dann dicht gemacht. Was heißt dicht gemacht? Es gibt einen gewissen Hersteller von Spielen, einen Publisher, der hat verschiedene, sag ich mal, ich kann das ja mal kurz erklären oder ein paar berichten, wie das denn so war, so als kleine Hilfe für YouTuber, die anfangen einen. Oh, das ist ja Lava! Der Lava ist nichts gut, Lava! Ja, da machst du nicht weiter, oder? Also die, vielleicht was auf YouTube starten möchten, den ich nur raten kann. Da, das sehe ich ja auf der Karte, dass der Lava ist. Ich bin ja auch so ein Depp. Bin ich ja gleich gut, kenne ich Troll. Ich Trollposten. Dass ihr auf euren Content achtet und immer schön fragen und machen und tun, dass ihr auch bedürft und so, ne? Weil ich hatte von dem europäischen oder der deutschen Ablegergesellschaft dieses Publishers bzw. Spieleherstellers in Schrägstrich Publisher die Genehmigung,
alles hochzuladen. Dann habe ich das auch hochgeladen und war alles super klasse. Da ist gelaufen und ich habe jetzt die Fackel weggeraucht. Was ist das denn? Kann ich die Fackel oben hinmachen? Dann raus nicht so schnell. Und ja, alles gut und toll und keine Probleme. Und nach 4 Wochen, 5 Wochen ungefähr, habe ich dann den ersten Strike bekommen. Habe dann natürlich widersprochen, habe gesagt, hier meine Freundin nach. Und der Strike war von der Tochter, von der Muttergesellschaft. Also von dem Ursprungshaus. Und dann habe ich doch geschrieben, hier meine Freunde, ich habe doch von euren Europäischen, ich habe da jetzt gefragt und so. Und wie kann ich denn da einen Strike bekommen? Und ja, Antwort habe ich keine bekommen. Anstatt eine Antwort, die man ja da eigentlich denke, dass man da was bekommt eventuell. Dass man ja da, meinte ich ja, dass man da auch immer miteinander kommunizieren kann. So sehe ich das jedenfalls. Das sah aber derjenige nicht so, warum auch immer. Fand ich ein bisschen doof. Und dann habe ich statt einer Antwort. Was ist denn hier los? Was ist das für ein Geräusch? Statt einer Antwort habe ich 2 weitere Strikes bekommen und der Kanal war dicht. Ups. Natürlich habe ich da auch wieder diesen Content-ID-Anspruch, Einspruch-Reisen-Dingsbums gehabt und so. Und ja, alles scheiße, alles Mist. Ist nämlich nichts passiert. Das war's. Also haben sie mir meinen Kanal dicht gemacht. Ich danke noch heute für diese superklasse Arbeit dieses Publishers. Und seitdem habe ich kein Spiel mehr von dem angefasst. Und werde auch nie mehr ein Spiel von dem kaufen. Weil es ein blödes Arschgesicht ist. Der Publisher natürlich, ne? Die Mitarbeiter können auch nichts dazu. Er hat auch noch einer hier in Deutschland probiert, da was zu reisen und hat sich noch mal bemüht. Und es hat mich aber nicht weitergebracht. Der Kanal war zu. War schade. Waren schon ein paar Abonnenten drauf und einfach hat es gemacht. Zap, zap, weg vom Fenster. Obwohl ich eine Genehmigung hatte. Also das fand ich damals richtig beschissen. Und ja. Seitdem ist der Publisher von mir nicht mehr gekauft worden. Ich würde auch kein einziges Spiel mehr von dem vorstellen. Selbst wenn er sagen würde, oh Papa, mach doch mal was. Kannst du mich mal am Arsch lecken. Was ist das denn? Steinkohle? Ah. Ist der Wege? Passt ja auf, dass ihr musiktechnisch und sowas, dass da alles zu den rechten Dingen zugeht und dass ihr da kein Problem bekommt. Weil dann kann es wirklich übel ausgehen, das kann ratzifatzi gehen. Und das oh, Bedrock, Grundstein. Das rate ich keinem und ich wünsche es auch keinem, dass da was passiert und der Kanal nicht gemacht wird, weil das ist schon ein bisschen doof. Vor allen Dingen, wenn mich schon ein bisschen was aufgebaut hat. Da nehme ich mit. Dann verschwende hier Geld. Ich weiß, was man da braucht. Vor allen Dingen, weil man auch Arbeit reingesteckt hat schon in den Kanal und so. Und dann mal richtig da auf der Arsch kriegt, das finde ich halt. Ich finde hier überhaupt kein Eisen mehr, sag mal. Ich muss vielleicht dann mal ein bisschen höher gehen und Eisen. Warum sind das? Kommen jetzt die Sonne raus oder im Untergrund oder wie? Also da dürft ihr euch auch nicht wundern, das ist so ein kleiner Fehler von Shader, der auch irgendwie immer da ist. Egal welchen Shader du benutzt, das ist mit Minecraft so, ist es halt so. Das habe ich, kenne ich gar nicht anders, ne? Das kriegen sie vielleicht mal irgendwann in den Griff, aber es stört mich jetzt auch nicht wirklich. Da kommt jemand runter. Den Experience Point will ich noch haben. Jetzt setzt den Stein jetzt, du Sack. Man hört mal in der Maus klicken. Klick, klick, klick. Ja. Also ich habe ja, ich muss mal meine Maus besorgen, wo die nicht so laut klickert. Wobei, ist mir eigentlich scheißegal. Weiß jeder, dass ich auf die Maus drauf klicke, oder? Da kannst du doch auch Krach machen. Fällt mir gerade ein, wo ich es gerade ausspreche. Wem es nicht passt, der soll halt nicht hinhören. Nee? Es ist halt so, weiß doch jeder, dass die Maus klickt, wenn sie klickt. Dafür ist die Maus ja am Arm. Nee? Man, hier ist aber Krabbel. Das ist aber sehr gut, wenn ich viel Krabbel hier zusammen basteln kann. Ich wollte mal sehen, jetzt habe ich was vergessen. Jetzt habe ich doch was vergessen, ich wollte doch ein Dings machen. Jetzt wollte ich erstmal hier das wieder abändern. Da hatte ich nämlich mal kurz da so mit Cheat-Modes eingemacht. Yeah. Den wollte ich wieder rausnehmen. Und es geht wieder nicht. Es ist so ein Case. Du musst da wieder und da und hier und hast du nicht gesehen. Jetzt aber.
Ich habe hier in einer Testwelt schon mal ein bisschen geguckt und mal gemacht. Also nicht hier rumgefahren wie ein Blöder, sondern so manche Sachen mal schon mal angeguckt, was man in der Kraft könnte und bauen könnte. So manche Sachen muss man ja mal ausprobieren. Wobei ich ja eigentlich nicht so der Fan davon bin. Ich meistens das hier so spontan bauen möchte. Das mache ich dann auch. Dementsprechend sieht es beschissen aus. Ne? Aber ich bin ja auch für jede Hilfe dankbar, wenn ihr mal so eine Idee habt oder irgendetwas, was man da mal bauen könnte oder wie man es bauen könnte oder ein Tipp oder... Alter. Was ist denn das so ein Gravel hier? Nehmen wir alles mit. Ja. Und das ist ganz gut zu wissen, wenn das so viel Gravel ist. So, ich wollte hier eins was gucken.